Blechkiste in Position. In München konnte für Werner Lorand die Saison beginnen. Doch seine Münchner Löwen bereiteten ihm in der zweiten Halbzeit keine Freude. Am wenigsten sein Torhüter Simon Jentsch. Erst ließ er Jeff Strassers Schuss aus 20 Metern passieren. Dann buxierte er einen Pettersen-Schuss ins Tor aus. Die Ecke, eine Sache für Mario Basler und Olaf Marschall. 2:0 für Lautern nach einer Stunde. 1860 immer desolater. Die Gäste hatten leichtes Spiel. Beim 0:3 durch Pettersen mochte der Keeper nicht mehr hinschauen. Vor dem 0:4 musste er hinlangen. Foul an Klos. Harry Koch per Elfmetertor zum Endstand. Jetzt musste die Blechkiste dran glauben. Und der Sieger des Tages hieß Andi Brehme.